Oh, falsche Taste, aber egal, das macht nichts. Ach, das war sehr gut. Ich habe die falsche Taste gedrückt und mal eben einen Kill mitgemacht. Geil, so muss das sein. So muss das sein, so nicht anders. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge und rechtzeitig zu einer neuen Season. Garden Warfare 2. Ja, mein Gott, wie lange ist es her, dass ich das Spiel gezockt habe? Richtig lange her. Schaut mal, meine XP, die ist auf 1 sogar runtergefallen. Ich habe ewig nicht gezockt. Ich hatte ewig keinen Bock auf das Spiel, aber so nach und nach ist jetzt wieder die Lust gekommen auf das Spiel. Und ich werde es mal auf jeden Fall jetzt wieder angucken. Ich werde wieder zocken auf jeden Fall. Nur werden wir das in dieser Season, die Season wird ein wenig anders ablaufen wie die letzte. Der letzten Season war es halt so, jeden Tag immer ein Video. Jetzt habe ich halt momentan, dadurch, dass ich mit dem Sven relativ viel aufnehme, haben wir einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Ritus, aber wir haben eine gewisse Reihenfolge, wie wir unsere Videos hochladen. Deshalb möchte ich auch persönlich nicht jeden Tag ein PVZ-Video hochladen. Das ist klar, das ist scheiße, aber wenn man überlegt, ich habe ja die letzten Wochen kein Video hochgeladen und das war natürlich richtig scheiße. Jetzt kommen aber mal wieder Videos von mir, für euch natürlich, nur für euch mache ich das Ganze, nein, natürlich auch für mich. Jetzt kommen wieder Videos, nur halt nicht täglich. Aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Wenigstens kommen wieder Videos, würde ich mir sagen. Das ist vielleicht auch der Gedankengang von euch jetzt. Und ich hab einen Stalker hier. Guck mal, mich verfolgt hier irgendeiner. Wieso verfolgt er mich? Was ist das denn? Hab ich was verpasst? Wieso verfolgt mich dieser kleine Flaggenkraut-Heini-Typ? Ist egal. Ich würde sagen, wir springen in die Runde rein, in die allererste Runde. Wir werden mal, ich glaube, in der ersten Runde machen wir es, oder in der ersten Folge der zweiten Season machen wir es vielleicht mal so. Bisschen Mischmasch. Nicht die oder die Klasse wird gezockt, sondern wir machen so ein bisschen Mischmasch. Ich möchte auch gerne wieder einführen in die zweite Season jetzt, dass ich wieder Wünsche erfülle, dass ich eure Wünsche wieder vorlese, die eingeblendet werden und alles. Das ist alles wieder so, wie es damals bei PVZ war. Dass das wieder eingeführt wird, ist zwar wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber ich meine, es lohnt sich ja auf jeden Fall. Ihr freut euch auch umso mehr, wenn ich euren Namen vorlese und wenn er eingeblendet wird, warum halt nicht. Daher werden wir es auch wieder so machen jetzt. Gut, für die ersten zwei, drei Folgen werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt keinen Wunsch vorlesen, da ich ja noch keine Wünsche von euch erhalten habe. Die müsst ihr aber jetzt kräftig unter dieses Video hier machen. Deshalb bitte ich euch, lasst mir ein paar Wünsche da für ein paar Klassen. Ich habe noch nicht alle, bedenkt es bitte. Ich habe zum Beispiel die ganzen Partyklassen immer noch nicht. Außer, ich glaube, Party Colonel Korn habe ich und die Party Rose. Und sonst noch gar nichts. Ja, hier, den Party Colonel Korn, den habe ich. Und hier war irgendwo die Party Rose noch. Die da. Die habe ich ja auch schon. Das heißt, lasst mir gerne für die zwei noch, wenn ihr wollt. Da jetzt bitte. Ja, scheiße, das habe ich gerade gesagt. Jetzt kommen wahrscheinlich nur Wünsche dafür da. Also versucht einen bunten Mix zu machen, vielleicht auch mal ein paar alte Klassen mal wieder, nicht immer nur die neuen Klassen, weil das ist, finde ich auf Dauer recht langweilig, wenn man nur die neuen zockt. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Spiel verändert hat in den paar Wochen, wo ich jetzt nicht da war. Ob das Spiel immer noch so ist, wie ich es verlassen habe oder ob es sich stark verändert hat, werden wir jetzt gleich herausfinden, wir werden jetzt gleich in die erste Runde reinspringen. Und ja, das war's von meiner Seite aus, springen wir in die erste Runde rein. So, da wären wir dann drin. Wir sind auf Zombie-Seite. Das macht ja nichts. Es ist, wie gesagt, ein bunter Mix heute in der ersten Folge der zweiten Season. Wir werden ein bisschen durchweg irgendwas spielen, worauf wir Bock haben. Ich habe jetzt mal wieder Bock. Was haben wir denn an sich auch sowieso lange nicht mehr gespielt? Was können wir denn da nehmen? Wisst ihr was? Ich habe eigentlich Bock auf meinen guten alten Feuer-Deadbeard, weil der hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier noch abläuft. Ob das hier überhaupt noch spielbar ist, das Ganze. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung mehr, wie das Balancing überhaupt... Ob sich das Balancing verändert hat, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Infos für mich habt. Ich weiß ja einfach gar nichts mehr von dem Game. Muss mich auch echt wieder an das Spiel jetzt erstmal gewöhnen, dass ich einen Third-Person-Shooter spiele und keinen First-Person-Shooter spiele. Aber ich würde sagen, das kriegen wir schon hin, einigermaßen. Ich meine, so ganz verlernen kann man ein Spiel ja nicht. Das ist ja eigentlich quasi unmöglich. Klar, ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen brauchen, um reinzukommen, um auch die Spots wieder zu kennen und die Spots zu finden. Aber ich denke mal, ja, man sieht, es läuft schon recht gut von der Hand einfach hier. Das Ganze, wir können ja mal gerade hier einen Drohnenflug mal machen an der Stelle. Ja, und die Season wird auf jeden Fall was ganz anderes mal auch sein wieder.
Ich werde mir wieder richtig Mühe geben für die Season auf jeden Fall, weil es einfach, es ist einfach das Hauptthema auf meinem Kanal gewesen. Jetzt habe ich es halt so lange nicht gemacht, weil mir einfach die Lust an dem Spiel wirklich vergangen ist. Das Spiel war einfach nicht mehr so klasse, also das Spiel ist auf jeden Fall nicht mehr im ersten Teil zu vergleichen. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sehen. Das Spiel wird nicht so sein wie der erste Teil. Weil wie man sieht, es wird auch wieder nur Colonel Korn in der Feuerwehr gespielt. Finde ich relativ schade, aber hey, es ist halt... Ja. Würde es halt machen, ne? Ja, auf Wiedersehen. So leicht kann das gehen. Ich lasse mich hier nicht lumpen von euch, meine Lieben. Und der fliegen so. Und es ist immer wieder. Guck mal, krass. Wie sie alle Colonel Korn spielen, die Säcke, ne? Wir machen mal gerade hier vielleicht den Teleporter was kalt. Oh, okay, da wurde ich weggeholt. Aber hey, ich habe zumindest mal einen Anschlag da hinten reingekriegt. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Du Sau. Ja, ich muss auch mal wieder gucken, dass ich wieder ein bisschen Level kriege. Ich habe ja null Level jetzt hier. Guck dir das an. Irgendwie Standard geworden, dass irgendwie jeder nur noch Colonel Korn in der Feuerwehr spielt, weil ich sehe davon ja jetzt nur irgendwie Leute rumlaufen. Gut, der Feuer Colonel Korn ist natürlich auch mega geil. Ich finde den natürlich auch mega nice. Ich meine, deswegen ist er bei mir auch schon Level 10. Level 50, also Max Level ist der bei mir schon. Und ja, also das ist klar, dass der geil ist, ne? Ihr merkt, das ist was ganz anderes wie damals, als ich die letzten Folgen gedreht habe. Da war ich nur noch genervt vom Spiel und fuck up, kein Bock mehr und hier und da. Ich habe mich echt gezwungen, das Spiel zu spielen und ich glaube, das ist ein Fehler, glaube ich. Da leidet auch das Gameplay auch drunter so ein bisschen. Oder da leidet das Spiel auch so ein bisschen drunter, ne? Und jetzt, ihr merkt halt einfach, es ist schon was ganz anderes, wie ich auf einmal an die Sache rangehe und so, ne? Alte Sau. Ich habe ja ein bisschen meine Skills trainieren können. Ich habe in der Zeit wirklich relativ viel Rainbow Six gespielt. Zumal natürlich jetzt am 11. kam natürlich auch noch der Patch raus, der Dustline-Patch, der ja mega, mega geil ist. Also da sind ja auch ein paar richtig geile Runden schon dabei gewesen. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal, was die zweite Season bringt von den Videos her. Ich hoffe natürlich, dass mir mal wieder ein paar richtig schöne Sachen gelingen und vor allen Dingen, dass ich euch wieder treffe, weil natürlich habe ich auch den Bezug ein bisschen zu euch verloren, da wir nicht mehr dasselbe Game zusammenspielen, weil viele natürlich meinen Kanal auch abonniert haben, weil ich PVZ gebracht habe. Und dadurch haben wir so ein bisschen den Bezug verloren. Ich muss allerdings sagen, ich hatte letztens den ungeheuren Zufall, dass ich noch tatsächlich mal jemanden getroffen habe, der mich kannte, außerhalb von PVZ, muss ich sagen. Das war recht schön. Und guck mal, jetzt kommen da hier die ganzen Colonel Korns hier durch. Oh, da werde ich beschossen. LOL! Ich war doch schon nicht weg. Was ist jetzt los? Schon scheiß. Es ist schlimm, oder? Kann es sein, dass wirklich alle nur noch den Colonel Korn spielen? Das kann... War das nicht... Moment mal. Habe ich das nicht auch gesagt, als ich die Season beendet habe, die letzte? Ich meine, da war das doch auch so, oder? Da ist ein... Citron! Stopp, du Sau! Hey, verdammt. Ich kenne die Spots auch gar nicht mehr so richtig. Wo hat man sich nochmal hingehockt als Pflanze? Mein rechts war da auch ein Teleporter, wenn ich mich nicht mehr ganz irre, oder? Also, der Mann ist hier hinter dem Haus und links in dieser Grube drin, oder? Hoho! Abgeschossen, die Sau! Ah, ich treff dich. Für mich aber irgendwie nicht. Das ist ziemlich gay von dir. Ach, guck mal, der hat einen Wiederblick, deswegen. Kommt eigentlich auch ein neuer Patch raus? So, ich bin voll uninformiert über das Spiel. Ah, Hilfe! Verdammt. Kommt ein neuer Patch raus? Ich habe irgendwas gelesen gehabt von, das ist irgendwie dass irgendwas Neues kommen sollte angeblich. Irgendwie mit neuen ach, das ist da oben. Mit neuen Karten und auch, glaube ich, neuen Charakteren, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Das kann halt sein, ne? Naja, mach du mal. Das Dumme ist, du stehst still und ich kann nicht hinten abschießen. Ja, danke, klau mir halt den Kill, du Sau. Das ist ja unglaublich. Was ist denn mit dem los? Ach, das gute alte PVZ, wie habe ich es vermisst. Aber es ist nicht das gute alte PVZ. Das gute alte PVZ werden wir auch bald nochmal spielen. Das kann ich aber mit Sicherheit bestätigen. Da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ich habe mal wieder Bock auf den ersten Teil, auf, vor allen Dingen auf so Klassen, die es hier nie gab. Sowas wie, keine Ahnung, den guten alten, Dr. Chester oder sowas. Da habe ich ja wieder Bock zu den Kollegen zu zocken. Der war ja wohl auch mega cool. Natürlich erst gegen Ende ist mir das aufgefallen, dass der ziemlich geil war. Am Anfang habe ich den natürlich voll gehasst und so den Kollegen.
Ja, irgendwie ist der Junge da ganz schön abgefuckt. Holen wir raus, pass mal auf. Geht auch so, ne? Geh halt raus. Was hältst du davon? Ja, danke, dass ich ewig brauche, um aus dem Ding rauszukehren. Ich habe eh, du hast jetzt gesehen, wie lange es gedauert hat, bis ich aus dem Scheißding draußen war. Das war ja wohl ein Scherz jetzt gerade. Ich drück eh, da brauchte ich da Stunden, um aus der Drohne rauszugehen. Na klar, dass ich da verliere, ne? Das ist halt schade. Da war meine Idee besser als das Spiel selber. Leider kann ich da nichts für. Das ist halt leider recht schade. Naja, was willst du halt machen, ne? Ist halt leider so, ne? Ist passiert. Abwischen, weiter geht's, sag ich da mal, ne? Ich habe aber eine Idee. Wir könnten eigentlich mal gucken, dass wir mal vielleicht was mit dem Fass killen. Ich hole mal gleich mal so ein Fasskill raus. Ach, guck mal da. Ist schon wieder. Die ist auch nur in der Dingensform, ne? Kann das sein? Im Sonnenstrahlenmodus so. Ach, guck mal, da ist jemand im Garten drin. Warte mal. Da kommt noch einer. Ah, okay, der Mac kommt gerade hier auf. Leben kann die nicht mehr haben. Die Gude. Wow, 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 wow. Was war das? Was zum Teufel war das? Ich bin voll schlecht, oder kann das sein? Voll mega schlecht, der gerade im Spiel. Kann das sein? Oh ja, ich bin ganz weit unten. Bei meinem Level ist das ganz schön armselig hier gerade, was ich hier abliefere. Hallo, Drohne? 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 Stehe ich nicht. Im zweiten Teil war das alles viel... Im ersten Teil war das alles viel cooler. Ihr Schweine! Was nehmt ihr dich ein? Da muss ich mich noch rächen. Haha. Ha. Die kommen doch alle eh von da hinten, ne? Gib mal hier was ab von mir. Haha, voll gekillt. Oh. Leute, was war das denn jetzt gerade? Hast du das gerade gesehen? Was ist denn jetzt gerade? Killt ihn! Alter, die Wichte sind immer noch übel. Kann das sein? Ja, erste Runde. Erfolgreich gewonnen. Ich würde aber mal behaupten, mein Team war besser als ich. Also ich meine jetzt jeden Einzelnen natürlich. Der war besser als ich. Ich war echt schlecht. Scheiße, die waren... Ja, ich muss halt wieder ins Spiel reinkommen. Ist halt, ne? Das Spiel hat sich auch, glaube ich, ein bisschen verändert. Wobei nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, alle spielen nur noch Colonel Korn. Das ist... und alle spielen Wichte, genau. Alle spielen... alle nur Pylonenwichte, nur. Krass. Okay. Ja gut, ich würde sagen, dann war's das für die erste Runde. Wir sehen uns einfach in der nächsten wieder. Also bis gleich, ne? Das finde ich ja auch so derartig lächerlich, ne? Diese Levels einfach. Gott, wie schön war das im ersten Teil, dass du damals nur 313 Level hattest. Da hast du wenigstens noch arbeiten können für dein Level. Also hier ist es einfach nur noch gerape bis zum Abwinken. Hauptsache du... nicht gegenke, wie nennt man das nochmal? Ja, Levelkloppen halt einfach, ne? Boah, es ist so... es ist schlimm geworden. Also das ist das, was mir am zweiten Teil absolut nicht gefällt, dieses Levelsystem. Was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung, ey. Das ist so unglaublich, wenn du mich fragst. Level 1200, Level 2000, wieder Zombie, okay. Gut, wir sind wieder zurück, nach dem, was ich hoffentlich gerade ausgekattet habe oder vielleicht ans Ende geschnitten habe oder vorher geschnitten habe. Man weiß es nicht. Lass mal Wissenschaftler mal spielen. Lass mal... ja, Chemiker habe ich mal Bock drauf. Den guten alten Chemiker. Den werden wir mal spielen jetzt. Ich bin wieder Zombie, wie gesagt, was ich nicht verstehe. Okay, wir sind auf jeden Fall weniger Zombies als Pflanzen. Das könnte schwer werden. Dies könnte schwer werden. Ey, bin aber da. Oh, komm, das ist ja schon tot. Ah! Ah, ne, das war ja von uns. Oh, da ist noch... Ah! Ich hab's noch gesehen, aber da war schon zu spät. Ich dachte mir so, pass auf, da... ja. Egal. Wie habe ich eben so schön gesagt? Abwischen, weiter geht's. Weißt du, wie auf dem Klo, weißt du? Abwischen, weiter geht's. So, das ist, steht eigentlich super awesome fun times this way. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir mal. Super awesome time this way. Alles klar. Ja, ich musste auch meine Steuerung was umstellen. Ich habe ja eine neue... Oh! Lass mich in Ruhe! Ich habe ja eine neue Maus am Start mittlerweile. Wer das noch nicht wusste, ich habe mir ja jetzt die, die Eraser geholt. Oh nein! Lass mich los!
Ich habe noch gekillt. Ich habe mir ja die Razer geholt. Die Naga. Ich zeig dir mal gerade. Wenn wir mal gerade zeigen hier, ne? Mit erweiterten Tasten an der Seite. Und da musste ich mir das jetzt so einstellen, dass ich jetzt leider nur noch auf den... Weil ich habe sonst immer mit erweiterten Tasten zusätzlich gespielt und habe auf den normalen Tasten rechts unten die Attacken gehabt. Also 1, 2 und 3. Jetzt musste ich mir das so umstellen, dass ich nur noch auf der Maus die Tasten habe. Das ist auch ein bisschen blöd. Das heißt, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Weil ich hatte gerade aus Angst, hatte ich 3 gedrückt, aber auf 3 ist nichts mehr. Das ist das Problem. Man kann nämlich leider keine zweite Belegung noch einführen. Gott, ich bin so schlecht. Ich bin zweimal durch den Schnapper jetzt gestorben, Alter. Kann echt nicht wahr sein. Stirb, du elendiges Kalorienteil. Ja, hallo. Ich merke ja schon, du kennst mich scheinbar. Ich freue mich, dass du mich auch kennst. Aber... Oh, Alter! Hoho! Die Leute sind zu gut. Ich das Gefühl, ich krieg voll auf die Schnauze hier. Leck mich am Arsch. Schade. Ja, schade, dass die erste Folge jetzt eigentlich dann nur eine reine Zombie-Folge wird, weil ich wollte eigentlich nicht allzu viel machen. Wobei, eigentlich könnten wir die erste Folge mal ein bisschen krönen, indem wir einfach mal ein bisschen mehr zocken als sonst. Das können wir natürlich auch gerne machen. Da ist wieder ein Schnapper. Sau. Ja, komm her. Ja, nix da. Kannst mich mal. Hältst du davon, hä? Naja, wie geil er auf mich ist, ey. Lass mich in Ruhe. Was hackt hier? Ah, siehst du, ich wusste es. Das ist so ein Problem. Da muss ich mich dran gewinnen. Ich habe jetzt gerade auf 1 gehämmert, wie ein Bekloppter. Wollte meine Heilung stellen. Habe ich aber nicht dran gedacht, dass es nur noch auf der Maus ist. Das ist... Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Das ist echt noch eine Umstellung für mich im Kopf. Weil es vorher nicht so war. Es war ja vorher anders. Wieso baut eigentlich keiner immer die Geschütze auf? Das ist ganz schön mega scheiße. LOL! What the fuck? Ah! Scheiße. Och nö! Jetzt nimmt das nur nicht ein. Das kann aber nicht wahr sein hier. Ach nee, ja, nee, nehmt ein. Ah, ich bin so doof. Ist klar, dass wir einen nehmen müssen. Alter, ey, boah, ich bin so schlecht, ey. Ich werde, ihr habt schon längst abgeschaltet und denkt euch, boah, ist der Typ schlecht, ey. Boah, Alter, du kriegst ja hier aber nur aufs Maul, ne? Nehmen wir den mal wieder. Der wird ja eben mit 100 Life wieder belebt. Ja, das weiß ich noch wenigstens. Aber ich glaube, das ist ein gutes Pflanzenteam, habe ich das Gefühl. Yo, Alter, what the fuck, Junge? Ich bin schon wieder in Kraut reingelaufen. Ich bin schon wieder tot! Mensch! Bin ich sterben. Oh Mann, ich bin schon wieder tot. Weil keiner mal diese Krautdinger wegmacht. Ich will nicht wieder sterben. Nein, will ich nicht. Ach, dieser Bug existiert immer noch. Oh, ist schön. Nach mittlerweile. Wie lange war ich weg? Ich glaube, einen Monat ungefähr. Wann kam das letzte Video raus? Moment, ich guck mal gerade nach. Wann kam das letzte Video denn raus? Ich guck mal gerade live mit... Ah, scheiße. Ich kann nicht nachgucken. Ich spiele nämlich mittlerweile im Fenstermodus, weil... im Vollbild. Ich kann nicht mehr im Fenstermodus spielen. Damit habt ihr nicht gerechnet! Oh, ja, leider doch. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn eine Eierwumme? Was ist denn die Eierwumme gewesen? Eierwumme? Was war denn die Eierwumme jetzt? Jetzt bin ich aber gerade echt überfragt. Ich weiß es nicht. Unicorn-Schnapper! Stopp, du Sau! Lass meine Freundin in Ruhe! Komm, du Schwein! Oh! Heilige Scheiße, ich muss mich heilen. Alter, Vater, ey. Was hätte was auf mich geschossen? Warte mal, ich hab eine geile Idee. Schnell, 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 weil das nämlich gerade unten ist. Ja, on. Woo! Aha! Ein mit uns! Oh, ist keiner interessiert. Das ist toll. Nimm ein! Nimm ein! Und ich bin schon wieder in Kraut gelaufen! Scheiße! Ach Mensch, das ist aber scheiße. Aber schön, ich habe gut eingenommen. Guck mal, ich habe gut eingenommen. Kannst du mir nicht erzählen.
Gott, bin ich schlecht. Ich muss, glaube ich, mal gerade Z4-Armbrustschützen und sowas spielen. Etwas, was Reichweite hat. Ich glaube, so Nahkämpfer sollte ich mich gerade mal lieber nicht rantrauen. Ich glaube, da könnte ich zu sehr aufs Maul kriegen. Okay, ja, jetzt läuft's hier einigermaßen. Allein schon wegen dem Dingens da vorne. Wegen dem Pylonen-Heini. Ich werde schon wieder angeschossen. Von wem denn? Holy moly! Alter! Willst Kampf? Willst Kampf? Kannst du haben! Ich verliere schon wieder. Was ist los? Bin ich denn so schlecht mittlerweile oder was? Ich check ja gar nichts mehr. Moment, ich muss dann Schwierigkeiten wechseln. Ich muss das nehmen, was Fernkampf macht. Besten nämlich, ich glaube, ich nehme einen Soldaten, genau. Lass doch mal einen Soldaten nehmen. Lass doch mal den Park Ranger. Ich glaube, ich bringe es gerade nicht so mit den Wissenschaftlern. Ich muss was nehmen, was Schaden macht auf Entfernung. Okay, das lief schon mal besser, aber ich habe auch einen Schaden gekriegt. Ja, ich glaube, Nahkämpfer sollte ich aber wahrscheinlich lieber nicht mal gerade spielen. Oben ist einer, ich wollte es nur mal erwähnen, wa? Puh. So, okay, der ist down, sehr gut. Das ist ein gutes Pflanzenteam, habe ich das Gefühl. Kann das sein irgendwie? Den Tisch auf die Omme hier gerade. Puh. Oh, hier ist ja noch einer! Wow, kommst du denn her? Hab ihn rum. Boah, Alter, werde ich hier gefokust oder was? Heilige Scheiße. Boah, Alter, Schwede. Ich werde hier gefokust oder sowas in der Richtung. Jo, du hast gesehen, wie ich die... Hallo? Hallo? Du hast gesehen, wie ich die erwischt habe, aber die nicht gedamaged wurde. Scheinbar... Boah, siehst du, ich will immer werfen, aber... Ich vergesse immer, dass ich es auf der anderen Taste ja jetzt habe. Das ist echt ein Problem für mich. Ich muss das echt noch ändern. Weil das ist auch gerade wirklich so ein Ding für mich hier. Das ist down. Kannst mich mal. Alter, was ist das für ein Action-Game geworden, ey. Oh nein, jetzt juckt mich am Auge. Oh nein, ich muss dem Jucken nachgehen. Oh. Alter. Mann, leck mir mal. Sauber eingenommen. Sehr gut. Gute Leute. Wieso habe ich den Kill nicht gekriegt? What the fuck? Wodurch ist der denn jetzt gestorben gerade? Du Sau. Alter, was ist mit meinem Auge los? Oh, jetzt juckt. Boah, warte mal gerade. Das war klar, weißt du? Schließt du mal gerade kurz rum. Kommt sowas bei rum. Weißt du, da stehst du mal gerade kurz rum, da ist da irgend so ein Pisser, der dich abknallt. Warte, kriegst du wieder. Kriegst du wieder. Kriegst du wieder. Der da oben noch rumläuft. Naja, der dürfte tot sein. Schade. Okay, ich ist noch gerne umgenietet. Schade. Alter, mein Auge, aber es juckt unnormal, Alter. Wo bin ich überhaupt? Alter, ich bin trotzdem... Ich hab 10 Kills? Mir habe ich 10 Kills gemacht. Okay, woran ist der gestorben? Ach, hier. Hier sind so ein paar kleine Pissminen. Das ist natürlich dumm, ne? Ich sehe gar nichts mehr, ohne Witz. Ne? Ich bin nur voll das Bild am Abscannen und so, wo was sein könnte, weißt du? Ja, du hast noch was erwischt. Meiner rechts wäre irgendwo einer. Ich könnte mich aber auch irren. Ich nehme hier einen vor. Und wie keiner mal das Ding hier wegmacht, wa? Ja, ist mal keiner auf die Idee gekommen gerade, wa? Okay, der Schnapper ist hochgelaufen. Tun wir das auch mal gerade. Da
Da hinten ist einer, der attackiert das Ding. Ich habe ihn mal gekillt. Hoffentlich. Nein, habe ich nicht. Holy moly. Ja, danke sehr, du Heini. Mir voll für die Flinte geeiert hier. Ich schieße jetzt mal die ganze Zeit einfach mal rein. Wie schön sie Schaden kriegen von mir. Ich bin voll eingeschenkt hier, Alter. Was zum Teufel? Wiedersehen. Alter, mein Auge, es wird nicht auf zu jucken, ne? Das ist so widerlich, ey. LOL! Alter! Ernsthaft jetzt? Kommen die Leute hier dauernd her, ey? Das kann aber nicht wahr sein. Nicht mal hier ist man sicher. Oh, alter Schwede, ey. Ich darf erstmal wieder das Game lernen, ey. Ecco mio della Crassa. Und tschüss. Selber schuld, sage ich dann nur, wa? Das war's für den, wa? Alles tot? Wow! Ja, alles tot. Sehr gut. Ich bin ein Freund. Ist ja gut. Bam, 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 bam. Alles kaputt schießen hier. Die zweite Runde läuft schon ein wenig anders ab. Wir müssen ganz schön arbeiten hier. Das muss man schon wirklich sagen. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Ah ja, kriegen wir aber hin. Weil jetzt mussten wir ja angreifen, ne? Gerade eben haben wir verteidigt. Alter, mein Auge, was ist denn da los? Boah, Junge, ich vermuss. Ja, ist natürlich jetzt schade, ne? Dass wir halt in der ersten Folge jetzt wirklich dann... Also, ich mache jetzt nach der Runde wirklich Feierabend schon, weil... es ist ja schon wirklich jetzt recht lange hier, das Ganze. Und es ist halt schade, dass wir jetzt in der letzten Folge wirklich nur halt die Zombies sehen. Aber macht ja nichts. Dafür werden wir, denke ich mal, in der zweiten Folge, werden wir das auch noch etwas verlängern, indem wir da wahrscheinlich eine schöne Pflanzenfolge vielleicht noch rausknallen werden. Und dann würde ich sagen, machen wir das im normalen Ritus weiter. Ne? Pflanzenzombie, Pflanzenzombie. Das lief ja eigentlich immer ganz gut in der Vergangenheit. Und nur halt mit euren Wünschen dann in Zukunft. Ne? Gucken, je nachdem, wie viele Wünsche ich bekomme, können wir dann sogar vielleicht zwei oder drei Zombies oder Pflanzen jeweils dann in einen Wunsch reinnehmen oder in einen Tag reinnehmen. Gucken wir mal halt, ne? Ja, gefährlich. Oh, bist denn du Feigling, ne? Da muss auch noch einer, ne? Erstmal ist der Kollege hier dran. Ich glaube, der wird jetzt gleich von oben runterspringen. Ah, beim Pilbumme übel. Na, ist beide gekillt. Ja, so muss das sein. Ich würde sagen, das war ganz passabel. Ich würde sagen, das war gar nicht mal schlecht. Ah, der gute alte Outlaw ist wieder da. Gesehen. Ah, scheiße, Feuerschaden. Da habe ich keine Chance, leider. Naja, Feuerkönnekorn ist halt auch wirklich sehr, sehr stark. Ich finde, es ist eine wirklich sehr starke Pflanze, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall da oben den Typen wegholen, weil der stört ganz schön. Der holt einiges gerade weg von da oben. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier die Zombies beschwört die ganze Zeit. Das habe ich gesagt. Ich muss wirklich auf den aufpassen, auf die Typen da oben. Ja, Sticke. Oh, wer war jetzt besser, hä? Feige Nudel, du, ey. Komm her. Feiges Stück, ey. Ich glaube, es hackt. Will ich da nicht von dir verarschen? Alles klar, ich bin wieder im Game drin, aber es geht. Jetzt läuft's wieder. Et löf! Et löf!
Mit Löw wieder. Ganz gut, Löwit. Ah, ich merke das schon. Da kommt der eine Kollege jetzt gleich. Halt, ich bin nicht dumm. Denk nicht, ich bin dumm oder so. Ja, einen habe ich wenigstens wieder gekillt. Das ist gut. Ja, da waren es dann doch zwei, waren etwas zu viel für mich. Muss ich ja zugeben, ne? Aber, naja, was willst du halt machen, ne? Das ist halt leider so, ne? Aber trotzdem wieder sehr schön. Das Game macht wieder auf irgendeine Art und Weise, macht es wieder doch schon echt Spaß. Muss man mal ehrlich sein, aber, ich muss trotzdem immer noch sagen, und da wird sich meine Meinung auch, glaube ich, niemals ändern, der erste Teil war immer noch besser. Alter, was ist mir gerade mit der Erbse hier passiert? Hat das gerade gesehen, wie weit die geflogen ist? Oh, falsche Taste, aber egal, das macht nichts. Ach, das war sehr gut. Ich habe die falsche Taste gedrückt und mal eben einen Kill mitgemacht. Geil, so muss das sein. So muss das sein, so nicht anders. Was ist los? Was macht ihr denn? Jetzt bin ich hier gerade irgendwie bester Gamer wieder. Kann das sein? Ihr macht ja wieder null. Ah, eine andere werfen kann ja jeder. Das ist ja langweilig. Oh, lol, ich wollte eigentlich hoch. Ah, egal. Da stehe ich. Woo! Eine Geste! Habe ich mit dem keine Gesten drin? Oh, leider nicht. Na, frei geht leider nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich kann zumindest noch Gesten machen. Oh! Ja, gewonnen! Nee, verloren! Und noch eine. Und noch jetzt noch. Ja, eine sehr schöne erste Runde, würde ich sagen. Ich tauche leider nicht auf dem Treppchen auf. Ist aber egal. Was soll's. Interessiert mich nicht. Aber ich würde sagen, das war eine wunderschöne erste Folge für die zweite Season von Garden Warfare 2. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß. Lasst mir auf jeden Fall Kommentare und Wünsche da. Und wenn ihr Anregungen für das Let's Play habt, bitte auch gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Garden Warfare 2. Ciao, Leute. Ach ja, stimmt. Die Statistik noch, die wollt ihr auch mal sehen. Entschuldigung, die sehen wir noch. Jetzt habt ihr sie gesehen. Jetzt aber tschüss. Macht's gut. Ciao.